Hallo, ein bisschen später ist ein Qualitätsvortrag. Kurz zu meiner Person. Ich bin Philipp Horn, steht halt da vorne. Mein eigentlicher Nickname ist Herbern. Ich bin kurze Vorstellungsrunde, Chaos Treff Dortmund und von der Wabsau in Münster. Und möchte euch jetzt nichts verkaufen, sondern einmal Alternativen zeigen zu den sonst eingesetzten industriellen Lösungen und proprietären Programmen, die so in Firmen eingesetzt werden. Ein bisschen provozieren, profitär kann jeder, kommen wir später zu. Erstmal kurz zur Definition. Eigentlich müsste jeder von euch wissen, was Open Source ist, was das bedeutet. Ich musste auf die harte Tour lernen, dass Open Source nicht gleich Open Source ist, sondern Open Source und da liegt auch teilweise Lizenzen, was dann wieder die freie Nutzung einschränkt. Deswegen nochmal die extra Definition zu freie Software. Und ich möchte explizit zu freier Software auf Open Source Basis, also ist ja sowieso sprechen, genau. Dann habe ich so eine schöne Grafik gefunden, die kann man sich auch nochmal in Ruhe angucken. Rechts steht der Link, zumindest unten drunter. Da sieht man nochmal so ein bisschen die Zusammenhänge und so, ja, wie das alles miteinander verknüpft ist. Auch nochmal die Definition zu proprietärer Software von der Free Software Foundation, die den Begriff wohl laut Wikipedia erfunden hat oder zumindest die den Begriff geprägt haben. Ist halt genau im Endeffekt das Gegenteil zu freier Software. Das heißt, es ist nicht frei verfügbar, es unterliegt immer Urheberrechten. Ich kann es nicht einfach kopieren, weiterreichen, sonst was. Ich kann nicht dran herumentwickeln. Es sei denn, es ist halt Open Source basiert, so wie zum Beispiel Open Exchange. Open Exchange ist zum Beispiel eine Open Source, also ich kann den Quellcode angucken, aber nach den Lizenzen darf ich es nicht kommerziell nutzen. Ich habe mal ein paar Vorteile zusammengefasst, die ich so während meiner Einsatzzeit für mich identifiziert habe. Ja, genau. Also im Endeffekt steht alles da. Ja, ich bin gerade ein bisschen mit der Situation überfordert. Ich hätte mir das anders vorgestellt. Genau. Also ich kann halt Open Source basierte Software einfach einsetzen, egal ob privat oder gewerblich, also beziehungsweise freie Software. Ich rede von freier Software und kann den Quellcode einsehen. In der Regel habe ich eine große Community dahinter, die stetig weiterentwickelt, verbessert, eventuell bekannt werdende Sicherheitslücken patcht. Selbst wenn die Community irgendwann einschläft und nicht mehr weiterentwickelt, kann ich mich zum Beispiel dazu berufen fühlen und halt die Community auch nach Jahren wieder aufleben lassen, weil der Code halt frei verfügbar ist. Ich habe noch mal so, ich muss es gestehen, ich habe meine Folien gerade eben, wie es zum von Chaoten gehört, noch so fertiggestellt. Also ich habe noch das Ganze nicht durchgespielt. Ja, das hatte ich ja gerade alles gesagt. Genau. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir am meisten am Herzen liegt, ist halt, wenn ich Software kaufe, ob das jetzt ein Windows ist, ob das ein Office ist, ob das irgendein Buchhaltungsprogramm ist oder irgendwas, was ich halt einsetze, wo der das gebaut hat, halt erkannt hat, dass man da ein Geschäftsmodell hinterbauen kann, dann kaufe ich zwar in der Regel eine funktionierende Software, aber auch nur so lange, wie die attraktiv ist, beziehungsweise wie die Leute bereit sind, sie zu bezahlen. Wenn ich jetzt eine Software zum Beispiel, gerade im Webserverbereich hatte ich ganz viel gehabt, so CMS-Systeme, dass am Anfang, wo die ersten dynamischen Seiten aufgekommen sind, die Seiten programmiert worden sind, dass viele auf einmal angefangen haben, eigene Individuallösungen zu bauen, aber halt auch urheberrecht geschützt. Das heißt, ich konnte nicht selber einsehen, das wurde nur installiert und irgendwann hat die Firma damit aufgehört, weil es sich für sie nicht mehr gelohnt hat. Dann habe ich ein System gehabt, was schon 10 Jahre alt ist und musste dann doch meine gesamte Infrastruktur wechseln. Besser ist es, ich hätte von Anfang an auf eine Open-Source-Software gesetzt, die frei verfügbar ist, wo ich eine Community dahinter habe, wo ich mir sicher sein kann, wenn die weit verbreitet ist und die Community aktiv ist, dass ich auch in 10 Jahren noch super, also kein Support, aber zumindest eben Patches kriege, weiterentwickeln kann oder halt selbst auch Möglichkeiten haben, mir selbst zu behelfen, was ich mit urheberrechtlich geschützter, vor allem mit Closed-Code, eben nicht habe. Deswegen hier nochmal ganz groß der Satz unten, Fokus liegt halt beim Produkt bei Communities und nicht beim Profit. Communities machen keinen Profit, die leben entweder von Spenden oder wo auch immer, aber das Interesse liegt halt ganz woanders, als wie es bei Firmen sind, die davon leben müssen. Dann habe ich mal ein paar eingesetzte Softwareprodukte in Firmen einfach mal gegenübergestellt. Links ist so die Spalte, was die meisten kennen, was in Firmen halt ganz weit verbreitet ist. Microsoft ganz vorne mit Windows. Mittlerweile hat sich auch Apple schon
verbreitet. Also ist, was man weniger an Firmen antrifft, zumindest auf den auf der Anwenderseite, ist halt Linux-Arbeitsplätze. Das wenn überhaupt dann nur bei Arbeitsplätzen, wo halt nur online gearbeitet wird über CMS oder sowas. Zumindest, ich kann jetzt nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Was andere Firmen haben, das ist wieder was anderes. Ich kenne die anderen Firmen nicht. Das ist jetzt so quasi mein Review aus den letzten 10 Jahren. Das heißt, ich habe in den letzten 10 Jahren verschiedene Firmen betreut, habe die Infrastruktur neu gestaltet, habe halt die alten Administratoren, die entweder abgehauen sind, teilweise auch mit Lizenzen oder halt die einfach nicht mehr da waren, habe die Baustelle übernommen und habe dann versucht, das Ganze nach bestem Wissen und Gewissen halt einmal auf einen neuen Stand zu bringen und habe halt von Anfang an versucht, auch gleich also auf Open Source basierte Software zu setzen, alles was so eine freie Lizenz ist und schwerpunktmäßig am Anfang im Serverbereich, später dann die Arbeitsplätze nachgezogen. Gibt halt verschiedene Gründe, warum es dann zum Teil nicht möglich ist, auf Linux-PCs umzurüsten, wenn ich zum Beispiel eine Software habe, die mit Dongeln arbeiten, alles was hardwarebasiert ist, was ich unter Linux nicht abbilden kann. Es gibt so unter Linux sowas wie, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Vinatrix oder Winetrix, also jedenfalls mit Wine, gibt es aber auch verschiedene komfortablere Assistenten, sowas wie Play on Linux oder Winetrix, und da kann ich dann schon viel laufen lassen, auch Microsoft Office oder auch ein AutoCAD oder was auch immer. Aber sobald ich irgendwo Dongle-Einsätze habe, wo ich Treiber brauche, die es nur für Windows gibt, kriege ich die Software so nicht ans Laufen, jedenfalls nicht ohne weiteres. Oder auch zum Beispiel eine Arztpraxis hatten wir jetzt gehabt, die arbeitet mit Z1-Software, da haben wir gar keine Möglichkeiten, sowas unter Linux laufen zu lassen. Und selbst wenn es laufen würde, wäre es dann wieder so eine Bastellösung, die man den Kunden nicht zumuten kann. Ist eine Tatsache. Aber wo es halt möglich ist, wo in der Regel nur Standardanwendungen benutzt werden, kann ich dann auch auf Alternativsoftware umschwenken. Standard ist halt, wie gesagt, der klassische PC-Arbeitsplatz, den ich so in den Firmen kenne, ist halt ein standardnormaler, stinknormaler Windows-PC mit einem Microsoft Office drauf. Meistens tut's noch weh, da haben sie einen Internet Explorer als Standardbrowser. Und das war's eigentlich auch schon. Und neben dem normalen Windows Defender oder halt diesen Microsoft Security Credential Virenschutz dann auch mal zusätzlich einen Symantec installiert oder halt einen Kaspersky, was auch immer. Wenn ich jetzt umrüsten kann auf einen Linux-PC, ganz normal ein Ubuntu oder ein Xubuntu, ist dann so die Standarddistribution meiner Wahl, spare ich mir schon die ganzen zusätzlichen Virenscanner. Ich installiere halt im Hintergrund einfach einen Klammer-V, um die Windows-Welt von mir selbst zu schützen, weil ich selbst kriege es ja teilweise gar nicht mit, ob das System mit irgendwelchen Dateien modifiziert oder infiziert ist, also ob die Dateien infiziert sind, nicht das System selber, weil einen Vorteil habe ich halt, die meisten Viren, ich behaupte jetzt mal 99%, wie viel hoch die Zahl jetzt genau ist, weiß ich nicht, sind halt nur mal gegen Microsoft Windows gerichtet. Das ist nochmal eine ganz andere Architektur, greift halt so nicht. Einzige Ausnahme, ich sollte mal weitergehen, das überspringe ich. Das überspringe ich auch, gehe ich zurück. Ich bin gerade irritiert. Wieso geht das zurück? Ach, linke, rechte Maustaste. Faszinierend. Nee, hä? Wo ist mein Mauszeiger? Hier. Da komme ich auch gleich zurück. Hier hat man das gerade nochmal gehabt, aber das hatte ich gerade gesagt. Ist gut organisiert, würde ich sagen. Okay. Nee, das machen wir gleich. Ich sollte mich vielleicht mal in meiner Reihenfolge halten. Ja gut, okay. Kann mir jemand helfen, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, hier waren wir, nee, das ist, okay, ja genau, perfekt. Genau, okay, also ich habe jetzt gerade von den Arbeitsplätzen gesprochen, die man halt umrüsten kann, spreche ich jetzt mal aus der Serverwelt. Die meisten Firmen haben halt einen eigenen Windows-Server stehen, meistens so ein Windows-Server entweder 2008 oder mittlerweile auch 2016, wo dann in der Regel ein Mail-Server-Client an den Mail-Server draufläuft, so als Groupware-Server, entweder Microsoft Essential oder von David das Tobit, ist so das meistverbreiteste, was ich kenne und kostet halt meistens eine Stange Geld, ist auch nicht gerade sehr einfach zu administrieren. Tobit ruht sich mittlerweile mehr so auf ihre Erfolge aus und hascht nur noch Provision hinterher, das heißt, die machen immer wieder eine neue Versionsnummer vorne dran, vielleicht mal eine neue Farbe vom Design und das war's dann auch, aber wenn ich jetzt Support von denen haben will, dann habe ich selbst als zahlender Kunde teilweise schon gar keinen mehr am Telefon dran.
Mittlerweile habe ich halt selbst mir was gebaut. Ich bin damals zu einer Konferenz gefahren, zu Open Exchange. Da habe ich dann auf die schmerzvolle Weise lernen müssen, dass Open Source, wie gesagt, nicht immer gleich freie Software bedeutet, weil die haben das Modell privat kostenlos, kommerziell kostet und das dann teilweise auch noch benutzen, also nicht gerade sehr günstig. Und die Technik, die die benutzen, ist im Endeffekt die gleiche, die jeder Webserver im Rechenzentrum auch benutzt. Einfach nur ein ganz normaler Postfix-Mail-Server drunter und Dafka zum Abrufen für die jeweiligen Schnittstellen, IMAP, POP3. Ein Webserver unten drunter, entweder ein NGX oder ein Apache 2. Dann SQL-Datenbank drunter, dann die Webserver-Umgebung, die ich halt brauche, entweder in PHP, in Python, Ruby, was auch immer. Und dann der einzige Vorteil, den die halt im Endeffekt geschaffen haben, ist, dass sie einen Assistenten haben, wodurch diese Standard-Server-Konfiguration eleganter verwalten kann. Und da gibt es, das benutze ich sehr viel, von ISP-Config3 ist auch eine Open-Source-Software, die frei verfügbar ist, womit ich dann den gesamten Server komplett verwalten kann. Ich kann da drin meine Domains verwalten, ich habe sogar einen DNS-Server drin, um da Routen zu setzen. Ich habe die komplette Mail-Server-Verwaltung drin, Datenbank-Server-Verwaltung und kann im Endeffekt alles abbilden, was ich so von Rechenzentren mit den normalen Web-Hosting-Tarifen kenne, halt da drin habe. Ist halt sehr übersichtlich, hat eine sehr große Community, ist sehr gut dokumentiert, auch in mehreren Sprachen und damit habe ich im Endeffekt genau das, was mir bisher gefehlt hat und ich muss nicht mehr alles in der Konsole machen, zu dem ich auch immer an der Sache gehangen habe, dass ich gar nicht wusste, wie ich in der Konsole jetzt einen E-Mail-Benutzer einrichten soll, der dann auch per Dafcard Zugriff erhält. Und das spare ich mir zukünftig, weil ich jetzt eine Web-Oberfläche habe, die ganz normal im Browser bedient wird. Und das ergänzt noch mit dem Nextcloud drauf. In Nextcloud gibt es dann so ganz tolle Apps. Ich nutze zum Beispiel sehr viel das Nextalk. Habe ich dann auch noch so ein bisschen Videochat drin, wo ich so richtig Konferenzen machen kann über die eigene Infrastruktur. Mit Let's Encrypt das Ganze noch SSL verschlüsselt. Habe ich keine Kosten für irgendwelche Zertifikate. Passiert auch alles automatisch. Seit neuestem auch mit Wildcards. Ist ganz nett. Unterstützt das ISP-Config auch. So brauche ich mich um gar nichts mehr kümmern. Ich muss nur von Haus aus die Standardpakete installieren, ISP-Config drauf bügeln und habe dann die gesamte Verwaltung da drin. Zusätzlich noch das Amavis New Day, also das Amavis drauf, so ein Spam-Filter, was sehr effizient ist. Also ich habe eine Trefferquote von über 95%. Selten, dass ich mal eine Mail drin habe, die fälschlicherweise erkannt wurde. Meistens dann auch nur dann, wenn es von dem DSL-Anschluss verschickt worden ist. Weil da erfüllt halt die Bedingung, die meisten Zombie-PCs hängen hinter normalen konventionellen DSL-Anschlüssen. Und wenn jemand von DSL-Anschlüssen ohne einen Relay-Host verschickt, dann wird die Mail halt automatisch als Spam markiert. Ist aber eher selten. Ja, und dann halt der Standard-Mail, der Virenscanner, der auch nochmal regelmäßig im 24-Stunden-Rhythmus den kompletten Server scannt. Und somit habe ich alles abgebildet, was mir sonst ein normaler Microsoft-Server mit einem Exchange oder einem Tobit bietet, auch komplett abgedeckt. Ich kann komplett mit meinen Smartphones, mit meinen Laptops von extern auf die Infrastruktur zugreifen, habe aber den Server in der Firma stehen als eigenem Ressourcenpool und habe alles zentral verwaltet, habe keine Limitierung bei irgendwelchen Postfächern, die dann irgendwann die Ordnerstruktur zerschießen, wenn sie in Unterordner verschoben werden. Der einzige Limitierung liegt quasi beim Festplattenspeicher. Und das war es dann auch. Lässt sich alles sehr gut virtualisieren, kann ich dann auch noch gut Backups machen und fertig. Bei den Mail-Klienten, Tobit hat zum Beispiel seinen eigenen. Dann Microsoft baut halt mit Outlook, hat dann extra Schnittstellen für Microsoft Exchange und ich nutze halt stattdessen Thunderbird. Thunderbird hat auch schöne Module, gibt auch ein sehr schönes CardDAV-Verwaltungsmodul für die Kontakte, die sich mit Nextcloud sehr gut synchronisieren lassen, gibt eine Kalender-Plugin, das Lightning oder wie das heißt, was auch sehr gut mit der CalDAV-Schnittstelle funktioniert. Und somit habe ich quasi im Thunderbird eine komplette Aufgabenverwaltung, Kalenderverwaltung, Benutzerverwaltung und meine E-Mails, somit eine gute Groupware. Wenn ich in Thunderbird die Mail-Konten von den anderen Benutzern mit reinrichte, kann ich auch zwischen den IMAP-Konten Dateien hin und her schieben, kann komplett verwalten. Und das ist ja das, was eine Groupware quasi auszeichnet. Und das kann ich komplett mit Open-Source-Tools abbilden. Ich brauche keinen Cent dafür ausgeben. Es ist alles sehr gut dokumentiert und auch sehr einfach zu installieren, zumindest wenn man jetzt die richtige Anleitung gefunden hat. Gibt im Internet mittlerweile sehr gute Tutorials, My Perfect Server oder sowas. Ich habe mittlerweile auch einen eigenen Blog, wo ich immer, wenn ich selbst mir was recherchiere, das öffentlich stelle, ist auch verlinkt, erwähne ich nachher nochmal. Und da kann man per Copy-Paste einfach die Anleitung komplett abarbeiten und hat einen funktionierenden Server. Auch immer mit Quellen verweisen. Ich habe mir gespart, immer Romane dazu zu schreiben, warum das so ist, weshalb das so ist, sondern einfach nur ein Tutorial gemacht, wo ich wirklich nur kopiere, einfüge in eine Shell und habe dann nach kürzester Zeit alles funktionierend. Und immer die Quellenverweise dazu, dass man sich immer noch mal, wenn es einen interessiert, komplett
recherchieren kann. Dann setzen wir, ich werde es nachher zeigen, ich habe einen Kunden mit einer sehr speziellen, also mit einem sehr speziellen Fall, bei dem die standardindustriellen Lösungen nicht funktionieren. Die Telekom hat da auch die Flinte ins Korn geworfen. Wir haben es mit LANcom-Routern versucht, hat nicht funktioniert, weil in dem jeweiligen Land dieses Protokoll nicht unterstützt worden ist. Und stattdessen haben wir dann einen OpenVPN-Server eingesetzt, haben den noch ein bisschen aufgebohrt, indem es gibt ja das OpenVPN entweder als Client-to-Gateway-Server oder auch Gateway-to-Gateway-Server. Und wenn ich einen Gateway-to-Gateway-Server mache, kann ich auch einen Multi-Uplink-Routern konfigurieren, also Multi-Uplink-Routing, dass ich halt die Möglichkeit habe, mit mehreren DSL-Anschlüssen eine stabile Verbindung hinzukriegen, auch wenn die Anschlüsse einzeln gesehen sehr instabil laufen. Dann, genau, Backups, Datensicherheit ist ein sehr wichtiger Punkt und Virtualisierung. Bei vielen Firmen wird in der Regel, was etwas größere und komplexere Strukturen hat, so ein VMware ASXE-Server eingesetzt, mit dem ich halt auf entsprechende Hardware virtualisieren kann. Dafür geht in der Regel auch nicht jede Hardware. Ich habe jetzt schon öfters den Fall gehabt, dass wir einen etwas älteren Server versucht haben, damit aufzusetzen und dann wurden Treiber halt nicht erkannt. Sprich, ich hatte kein Netzwerk, hatte Zugriff und somit war der ganze Server unbrauchbar. Und also in der Regel braucht es halt, wenn ich einen VMware ASXE einsetzen will, einen Server, der von VMware zertifiziert ist, dass der dafür auch funktioniert, also wenn ich auf Nummer sicher gehen will. Ist eine Kostenfrage, kostet nicht gerade wenig Geld. In dem einen Fall hat allein der Server schon 5.500 Euro gekostet. Ich konnte keinen Ausrangierten nehmen, der die Leistung auch gehabt hätte, der vielleicht nur ein Drittel gekostet hätte. Und das VMware ASXE ist auch je nach Prozessor, je nachdem, wie viel CPU-Socke ich habe, je nachdem, was ich machen will, auch entsprechend teuer. Ich habe Links drin, man kann sich das später selbst nochmal angucken, wenn man da einen genauen Vergleich haben will. Also ich rede da von mehreren tausend Euro, was so ein Spaß kostet. Wenn ich jetzt auch noch eine Backup-Funktion haben will und replizieren will, brauche ich das VMware mit. Also das Veeam, was vor VMware existiert, ist auch keine günstige Geschichte. Und somit gehe ich auf einen Schlag mal eben so um die 5.000 Euro los. Einfach nur, weil ich virtualisieren will und auch noch sichern. Alternative, die ich dazu empfehle, was ich einsetze, was ich auch sehr gut finde und das nicht nur im Rechenzentrum, sondern eben auch lokal beim Kunden, ist Proxmox. Allerdings Proxmox aufgesetzt auf ein Debian. Beim Debian habe ich dann ein Software-RAID laufen mit MDADM, einfach ein Software-RAID 1 oder 5, je nachdem, wie viele Platten drin sind. Und habe dann auch einmal sichergestellt, dass der Server weiterläuft, wenn er eine Platte abschmiert, so wie das bei einem Standard-Server mit einem Hardware-RAID halt auch ist. Habe aber die Möglichkeit, wenn mir die gesamte Hardware abraucht, die Platten einfach rauszuziehen, in einen 0815-Rechner mit entsprechend vielen SATA-Anschlüssen wieder reinzustecken, auf den Powerknopf zu drücken und die Kiste fährt wieder hoch, weil sich der Software-RAID selbst findet. Ich brauche keinen Hardware-Controller dafür. Läuft mit jeder Kiste. In der Regel auch mit der ältesten Kiste. Hauptsache das Ding hat halt entsprechend genügend Leistung, dass die VMs nachher auch die Ressourcen zugewiesen bekommen können. Es gibt auch eigene Images, die man installieren kann mit einem ZFS, aber bei ZFS habe ich gehört, braucht man ECC-RAM, hat auch nicht jeder Rechner, wenn da bin ich mir aber auch nicht sicher, ich bin mit ZFS nicht wirklich vertraut, aber meine Empfehlung ist jetzt gerade für Anfänger, wie es bei meinem Fall war, lieber mit einem ganz normalen Software-RAID oder Linux zu installieren, das Proxmox über die Paketquellen drüber zu bügeln und dann hat man halt einen eigenen aufgesetzten Server mit einem Software-RAID drunter. Genau. Proxmox ist imstande, selbst Backups zu machen, einen Backup-Plan in Form von Snapshots. Wenn ich jetzt das Ganze noch erweitere und nutze halt dieses Borg-Backup, habe ich dann auch nochmal eine Möglichkeit, diese mit auf geografisch getrennte Rechner zu übertragen. Alternativ kann ich replizieren, ich kann Proxmox in Cluster bilden, auch geografisch getrennt und kann die Maschinen einfach eins zu eins rüber replizieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Firma habe, bei der die Ausfallzeit so gering wie möglich gehalten werden muss, habe ich die Möglichkeit, zeitgesteuert die VMs auf den anderen Server rüberzuziehen und wenn der andere Server ausfällt, drücke ich einfach bei den anderen auf Start und je nachdem, wie hoch mein Backup-Fenster war, habe ich dann halt nur einen Verlust von so und so vielen Stunden oder halt von einem Tag, je nachdem, was man eingestellt hat. Und das ist halt alles von Haus aus drin. Ich muss nichts extra kaufen, ich muss nichts installieren, ist halt schon da. Was habe ich jetzt? Falsches Fenster.
Natürlich gibt es auch bei kommerzieller Software Vorteile, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Wenn ich Webshops habe, die ich mit einer Warenwirtschaftssoftware bedienen will, wo ich Lagerbestandsverwaltung drin habe, wo ich angewiesen bin, Schnittstellen von eBay, Amazon oder Rakuten oder was auch immer es für Online-Shops gibt, zu nutzen, nützt mir in der Regel die Community-Software nichts, weil die nicht flexibel genug ist und nicht schnell genug interagieren kann. Die haben halt einen anderen Fokus. E-Commerce-Bereich ist auch mehr so für, ja, Kommerz ist ja nun mal so. Heißt auch E-Commerce. Und es gibt zwar kostenlose Software wie JTL Wavi, damit kann ich dann meinen eigenen Shop bedienen, aber der ist auch nicht so, so schnell in Änderungen unterworfen, wie es zum Beispiel die Marktplätze wie eBay und Amazon sind. Die sind ständig am Modifizieren ihrer APIs, am Angebotsausbau, und wenn ich Pech habe und ich benutze eine freie Open-Source-basierte Software, sofern es die gibt, bin ich darauf angewiesen, dass die Community halt schnell genug reagiert, das reinzumachen, oder ich muss selbst die Möglichkeiten dazu haben. In dem Fall ist es tatsächlich besser, proprietäre Software einzusetzen, zumindest eben kommerzielle Software. Ich nutze zum Beispiel Baiso, was früher Auktionsstudio hieß, oder eben JTL Wavi mit Easy Auction. Damit habe ich dann ein entsprechendes Warenwirtschaftssystem, wo ich auch Telefonsupport habe, wo ich in der Regel sehr kurze Reaktionszeiten habe und eben auch wirklich professionellen Support, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Da, also es, auch da ist die Berechtigung da, dass es halt auch kommerzielle Software gibt. Weiterer Vorteil bei kommerzieller Software ist dadurch, dass wir in der Schule ja alle mit Windows-Systemen groß geworden sind. Ich kenne kaum eine Schule, die mal ein Linux oder sowas hatte. Gut, zu meiner Zeit hatte ich mal ein C64 gehabt, aber das ist heute nicht mehr alltagstauglich. Man nimmt halt, wenn man in die Wirtschaft geht, halt das, was man kennt, und fängt dann nicht auf einmal an, das Rad neu zu erfinden und sich komplett neu einzuarbeiten. Und daher sieht man es halt ganz klar, dass auf dem freien Markt mehr Fachkräfte in Microsoft-Produkten geschult sind als wie in Linux-Produkten, also zumindest, oder alternativen Open-Source- oder Community-basierten Produkten. Und demzufolge habe ich halt auch eine entsprechende hohe Verfügbarkeit, wenn es drauf ankommt, ein Projekt umzusetzen oder Hilfe zu bekommen bei irgendwelchen Problemen. Zudem habe ich halt auch die Möglichkeit, wenn mir ein Schaden entsteht, wie zum Beispiel die Warenwirtschaftssoftware war nicht mehr imstande, über Wochen meine Online-Shops zu bedienen und mir dadurch eben irgendwelche Bestellungen oder falsche Lagerbestände oder was auch immer passiert ist, irgendwelche Klagen drohen vom Kunden, habe ich dann, je nachdem, wer es verbockt hat, auch die Möglichkeiten, diese Haftungsansprüche weiterzureichen. Das kann ich bei Community-Software nicht machen, da bin ich immer selber verantwortlich für alles. Ist ja auch richtig so. Gut, der eine Vorteil, den hatte ich vorhin schon erwähnt, wenn ich jetzt Linux-Arbeitsplätze, also nicht Server, sondern Arbeitsplätze einrichte, dann bin ich erstmal komplett, also nicht komplett, aber zumindest in der Regel immun gegen die Attacken, die gegen die Windows-Kisten gegen die Microsoft-Produkte gerichtet sind. Auch wenn ich jetzt eine E-Mail öffne, die dann wieder darauf abzielt, ein Adressbuch von Microsoft Outlook oder sowas eben zu infiltrieren, beziehungsweise an alle rauszuschicken, weil irgendeine Sicherheitslücke in dem Produkt drin war und ich nutze aber stattdessen ein anderes Programm, dann greift diese Sicherheitslücke nicht. Und ich habe hier in Klammer noch geschrieben, ausgenommen Wine, wenn ich in Wine, also in der Windows, es ist ja keine Emulation, sondern eine Windows-Umgebung, wenn ich da natürlich Windows-Software installiere und mit der online gehe und mir da was runterlade, dann habe ich natürlich schon die Gefahr, dass die Software, die innerhalb dieses Containers drin ist, auch infiziert wird. Und wenn die Software entsprechend Rechte hat, auf mein Hauptsystem zuzugreifen, also zumindest auf die persönlichen Dateien davon, ist auch da die Gefahr da, dass die Dateien auch entsprechend angegriffen werden. Also das muss man sich schon bewusst sein, wenn man in einem Linux-System Windows-Software benutzt, durch die Windows-Software Sicherheitslücken reinkommen, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich eben nicht mehr immun bin. Wenn ich aber komplett unter Linux arbeite, mit für Linux kompilierte Software, habe ich in der Regel andere, ist eine andere Architektur, ist halt nicht das gleiche wie, also ich höre an der Stelle auf, ich denke, es ist klar rübergekommen. Zudem habe ich noch ein weiteres Problem unter Linux. Linux arbeitet zumindest mit den Ubuntu und so die Standarddistribution mit einem Paketmanager. Das heißt, ich bin nicht genötigt, jetzt wie bei einem Standard Windows, wenn ich mir den Laptop auspacke, erstmal ins Netz zu gehen, bei ship.de so einen blöden Download-Manager runterzuladen, mit der mir dann noch ein komisches McAfee draufbügelt, damit, nur weil ich einen VLC-Klienten oder sowas haben will, sondern ich kann einfach in die Softwareverwaltung reingehen, so wie ich das bei einem Apple iPhone oder bei einem Android-Handy mit einem Google Play Store kenne, sage, welche Software ich haben will und kann darauf vertrauen, dass die Quelle, aus der das standardgemäß kommt, auch vertrauenswürdig ist und mir nicht irgendwelchen Scheiß noch zusätzlich installiert. In der Regel habe ich
zumindest war es in der Vergangenheit so. Windows 10 hat sich ein bisschen was gebessert, aber da bin ich auch nicht so fit drin. In der Vergangenheit hatte ich jedenfalls eine deutlich bessere Rechteverwaltung gehabt. Das heißt, jedes Mal, wenn mein System mich fragt nach einem Passwort, musste ich mir eigentlich nur eine Frage stellen, warum will die Kiste auf einmal ein Passwort haben? Bei Windows hat es früher immer gereicht, einfach Ja zu drücken. Hauptsache, das Ding nervt nicht mehr. Und zack, hatte ich dem Programm Super-User-Rechte gegeben und das konnte im System anrichten, was es wollte. Geht unter Linux nicht ohne weiteres. Gebe ich das Passwort trotzdem ein, bin ich selber schuld, weil ich hätte mir vorher doch mal fragen sollen, warum will das Programm jetzt mein Passwort? Braucht das diese Berechtigung? Gut, unten drunter ist jetzt eher so postfaktisch. Das ist das, was ich so für mich selbst quasi so. Es steht jetzt nirgendwo geschrieben. Es mag auch sein, dass es Firmen gibt, die schneller sind als eine Community. Aber wenn ich jetzt so auf die Standardsachen gehe, wie das jetzt zum Beispiel bei diesen Intel-Problem war mit diesen, wie heißt der, Skylake oder sowas, da war die Community unter Linux ja doch recht schnell und hat einen Patch rausgebracht. Ich habe jetzt allerdings auch nicht beobachtet, wie so eine Microsoft war. Egal, lass ich. Aber es gibt halt auch noch viel weitere Gründe, warum Open-Source-Software oder welche Vorteile ich halt habe, wenn ich ein Linux statt ein Windows benutze. Genau. Ich habe Firmen, bei denen ich nicht alleine als Administrator da bin, sondern bei denen ich auch andere externe Firmen habe, die mit mir zusammenarbeiten und die kommen nun mal aus der Windows-Welt. Wenn ich da dann mit meinen schwindligen Vorstellungen komme und sage, ich möchte gerne Linux einsetzen, ich möchte gerne OpenVPN-Server einsetzen, ich möchte gerne Nextcloud einsetzen oder was auch immer ich haben will, dann habe ich wieder mindestens zwei Leute, die aber erstmal ein Veto einlegen und sagen, ja, aber wer soll denn das administrieren? So, Problem ist halt, die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, haben in der Regel selbst eine sehr hohe Auslastung und demzufolge wenig Nerven und auch sind auch nicht wirklich gewillt, sich selbst in diese neue Materie einzuarbeiten, weil sie halt das, was sie bisher kannten, also das, was sie bisher einsetzen, halt funktioniert halt auch. Kostet Geld, aber es zahlt ja der Kunde, also ja, ist halt so. Nichtsdestotrotz habe ich es dann trotzdem geschafft, an verschiedenen Punkten freie Software zu etablieren, weil es entweder eine Kostenfrage war, dass es die kommerzielle Software eben doch nicht geschafft hat, in die Firma Einzug zu erhalten oder weil es mit der standardindustriellen Anwendung einfach nicht möglich war, dieses Problem zu lösen. Mitarbeiter selbst, wenn ich jetzt eine Firma neu ausstatte, die sind relativ, wenn sie jetzt nicht schon vorbelastet sind durch andere Firmen, relativ offen für die neuen Systeme. Wenn ich aber jetzt in eine Firma komme, die schon seit 10 Jahren mit dem System arbeite und will die jetzt komplett umrüsten, dann habe ich natürlich schon die Probleme, die Mitarbeiter erstmal davon zu überzeugen, dass das neue System besser ist. Das heißt, da wird sich dann gesträubt und führt dann halt auch zu vielen Problemen. Kommt halt ganz drauf an, wie dann der Chef dahinter steht von der Firma, das Ganze dann auch wirklich umsetzen zu wollen. Unter Linux ist Drucken ein Thema, vor allem, wenn man nicht die Herstellerunterstützung hat. Besonders schlechte Erfahrungen habe ich mit Epson Laserdruckern, vor allem älterer Generation. Wenn es mal möglich war zu drucken, dann immer nur entweder mit irgendwelchen Fehlern aus Programmen, dass ich dann irgendwann nur noch kyrillische Zeichen hatte, wenn ich aus einer PDF-Datei drucken würde. Oder es hat mal angefangen, dass er sagt, er empfängt Daten, bricht dann trotzdem ab, es kommt nichts raus, einen Haufen Stunden verschwendet und ohne Ergebnis. Kunde dann auch sauer und es ist sehr schlecht davon zu überzeugen, sich jetzt neue Drucker kaufen zu müssen, weil ich jetzt auf einmal sage, ich will kein Windows mehr administrieren, ich will jetzt ein Linux drauf haben. So, gute Erfahrungen habe ich mit Brother-Druckern gemacht, weil da bietet der Hersteller die Unterstützung für Linux und das auch schon seit vielen Jahren. Ist auch erstaunlich kostengünstig in der Anschaffung, auch in der Unterhaltung, sowohl im Tintenstrahldruckerbereich als auch beim Laserdruckerbereich. Ein Nachteil hat es, wenn ich jetzt einen der günstigsten Drucker nehme, der halt von der Hardware nicht sehr leistungsstark ist. Die Windows-Drucker, also die Windows-Treiber haben in der Regel irgendein Modul drin, das es unter Linux nicht gibt, was das aufbereitet, dass unter Windows das Drucken tatsächlich effizienter und schneller geht. Obwohl ich die Original-Hersteller-Treiber von Brother unter Linux benutze, kann es sein, dass wenn ich einen Grafikdruck mache, trotzdem eine sehr lange Anlaufzeit habe und die Seiten auch nicht alle hintereinander rauskommen, sondern er für jede Seite wieder neu rendern muss, bevor er dann den Druckauftrag raushaut. Ich weiß nicht, ob der unter Windows erst softwaremäßig rendert und das dann fertig zum Drucker schickt und unter Linux dann halt hardwaremäßig rendert mit der begrenzten Hardware-Ressourcen, die der Drucker zur Verfügung hat, ich weiß es nicht. Ist halt was, was ich beobachtet habe, muss ich halt auch erwähnen, das muss man sich bewusst sein. Also entweder gibt man mehr Geld für einen hochwertigeren Drucker aus und löst damit das Problem oder man muss darauf hoffen, dass irgendwann vom Hersteller der Treiber entsprechend überarbeitet wird, dass man dieselben Möglichkeiten hat, wie es unter Windows auch funktioniert. Ich denke mal, dass halt die Manpower, die Windows-Treiber entwickelt, für Microsoft deutlich höher ist, als wie es das für die Linux-Community ist. Ist aber auch nur eine Vermutung.
So, hier habe ich einmal so ein paar Listen aufgeführt. Das sind jetzt keine kleinen Firmen, die ersten drei, die oben dran stehen. Das sind ist einmal die Mutterfirma mit zwei Auslandsstandorten. Alle zusammen sind, also 2015 ist die Firma gekauft worden von einem Konzern. Da waren zu dem damaligen Zeitpunkt 451 Mitarbeiter und Jahresumsatz von 12,5 Millionen. Also eigentlich keine kleine. Und bei der Firma wird tatsächlich Virtualisierung eingesetzt von Proxmox, aber auch nur an den Auslandsstandorten. Ein OpenVPN-Tunnel vom Gateway-to-Gateway- und Gateway-to-Client-Betrieb, aber auch nur für Marokko. Und die beiden Auslandsstandorte arbeiten ausschließlich nur mit Linux-Arbeitsplätzen. Seitdem das der Fall ist, habe ich gar keine Sorgen mehr, dass ich ständig irgendeine Windows-Kiste wieder sauber machen muss oder neu aufsetzen muss. Die Mitarbeiter sind geschult, dass sie nur noch unter Linux wirklich nur noch die Webseiten aufrufen und nur noch auf dem Terminal-Server die ERP-Software bedienen. Und das klappt sehr gut. Hat zwar am Anfang ein bisschen gedauert, aber es klappt. Darunter, KL Medical ist eine Firma, die habe ich komplett neu ausgestattet, die wurde komplett umstrukturiert, da waren die Mitarbeiter tatsächlich komplett offen für alles, sie kannten es nicht anders, da haben wir komplett alles auf Linux umgestellt, das heißt von Anfang an so eingeführt und das läuft hervorragend. Ein Proxmox, ich gehe mal weiter, das überspringe ich jetzt einmal, das auch, da komme ich nachher drauf zurück, da komme ich auch noch drauf zurück, genau. Moment, genau das hier. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Das sind die drei Auslandsstandorte. Ich habe mir jetzt mal gespart, da Länder hinzuschreiben. Aber S3 ist Marokko. Da haben wir eine etwas sehr instabile Infrastruktur. Da haben wir halt jetzt endlich drei DSL-Anschlüsse. Aber die sind ständig am Zusammenkrachen. Man kann davon ausgehen, dass von drei DSL-Anschlüssen mindestens einer immer nicht geht. Und man weiß nie, welcher. Früher war es so, dass wir nur zwei Internetanschlüsse hatten. Und das war schon der Deluxe gewesen. Da hat man zumindest dann die Möglichkeit, wenn eine Leitung komplett gebrochen war, also zerlegt war, dass wir dann den Router einfach an den Hauptrouter an die andere Leitung gegangen haben und konnte wenigstens weitergearbeitet werden. Viel schlimmer war es noch davor, es geht noch schlimmer. Da haben wir diese Installation gehabt. Kann man es gut sehen? Ja, genau. Und zwar an der Wand hängt da so schöne Router. Wir hatten den Umstand gehabt, dass wir zu dem Zeitpunkt, als der Standort eröffnet worden sind, weder Internet über Kabel hatten, noch irgendeine andere Möglichkeit. Wir haben tatsächlich mit Prepaid-Sticks arbeiten müssen, um überhaupt erstmal eine Verbindung hinzubekommen. So, und da ist das Problem, da die Prepaid-Sticks auch einen volumenbasierten Datentarif haben, mussten wir dann natürlich entsprechend aufteilen. Wir haben in dem Fall jetzt eine Installation von 4 Prepaid-Sticks gehabt, wo die jeweils 4 Router eingesetzt haben. Ein Router war dafür verantwortlich, die Druckaufträge aus Deutschland zu empfangen. Das war der an der Fritzbox, weil die Fritzbox Port Forwarding beherrschte. Wenigstens hatten wir den glücklichen Umstand, in Marokko eine öffentliche IPv4-Adresse zu haben, dass es möglich war, tatsächlich die Fritzbox direkt anzusprechen. Kommen wir dann auch nochmal zum Punkt, zu dem ich nachher nochmal zurückgehe, grafisch visualisiert. Marokko hat zu dem Zeitpunkt keinen VPN-Tunnel aufbauen können. Wir haben zu dem Zeitpunkt komplett die Druckaufträge auf die Etikettendrucker und alles nur per Port Forwarding gemacht. War eine Katastrophe. Vor allem, wenn die Druckaufträge abgebrochen, wenn die Verleitung zusammengebrochen war und wir hatten 200 Etiketten, hat man jetzt mal 100 Etiketten für umsonst rausgehauen gehabt und musste wieder von vorne drucken. Also ein Haufen Materialverschwendung und sehr instabil. Aber nichtsdestotrotz, dieses Prinzip, was man hier sieht, sehen wir jetzt gleich nochmal bei dem VPN-Server, der mit dem Multi-Uplink-Routing arbeitet. Wir haben jetzt hier alles einzeln aufgeteilt, die Dienste einmal eine Box für Videokameras, eine Box für die Druckaufträge, eine Box für die Arbeitsplätze, dass die auch im Netz surfen konnten und eine Backup-Box, damit ich ins Netzwerk überhaupt reinkomme. Und das war der Anfangszustand. Es gibt da noch so ein paar andere Sachen, falls jemand sich fragt, was das für eine Kiste da unten ist mit den 22 Volt. Das ist ein Stromstabilisator. Braucht man tatsächlich nicht nur in Marokko, sondern auch in Rumänien, weil man halt nicht den klassischen 50 Hertz Strom hat wie hier in Deutschland. Und wir hatten das Problem, dass wir Spannungsspitzen ohne Ende hatten. Wir hatten Stromschwankungen gehabt zwischen 198 Volt und 247 Volt und teilweise zwischen 50 und 60 Hertz. Dass da die Kiste, also der Server irgendwann mal Probleme macht, das war irgendwann klar. Dann Stromausfälle ohne Ende, gut, ist halt so. Muss man sich bewusst sein, wenn man in ein Entwicklungsland reingeht. So, nach einem halben Jahr hatten wir dann endlich ADSL-Anschlüsse. Das ist der Zustand, den ich eben hatte, wo wir dann, wenn die Leitung zerlegt war, einmal durchgetauscht haben und dann waren wir wenigstens wieder online. Setzt aber auch die Flexibilität eines Mitarbeiters voraus, der dann imstande ist, die Netzwerkkabel dann auch zu tauschen. Hat am Anfang auch ein bisschen gedauert, vor allem, wenn man versucht, alles über Telefon zu regeln, weil man selbst nicht vor Ort sein kann. Dann
Das ist der aktuelle Stand, den wir jetzt gerade fahren. Das heißt, wir haben hier bei S3 einen OpenVPN-Server, der drei gleichzeitige VPN-Verbindungen nach Deutschland aufbaut, zu diesem VPN-Server, auch über drei verschiedene Ports. Und es gibt eine Metrik, nach der bestimmt wird, wenn der Tunnel nicht mehr erreichbar ist, dass er automatisch zur nächsten geht. Und so haben wir es geschafft, drei instabile Leitungen zu einer stabilen zu verknüpfen. Komplett auf Open-Source-Technik halt mit OpenVPN. Und auf dem S3-Server ist halt auch ein Linux drauf, mit einem Gateway-Server, mit einem DHCP-Server, sodass die ganzen Arbeitsplatz-PCs halt direkt über den Server und nicht mehr direkt über die Router online gehen, so wie es früher der Fall war. Früher sind die PCs halt direkt über die Router online gegangen. Bei dem Router konnte ich halt nur einen TCP und einen UDP-Port-Forwarding machen. Ich konnte kein CRI-Protokoll durchschleifen, demzufolge auch keinen VPN-Tunnel aufbauen über den LAN-COM-Router, den wir gerne von der Telekom eingesetzt gehabt hätten, so wie das in Rumänien in der Fall war. Das ist jetzt halt das klassische Beispiel, wenn industrielle Standardlösungen versagen. Also wir hatten extra mit der Telekom gesprochen gehabt. Die Telekom hatte uns versichert gehabt, dass in dem jeweiligen Land, Moment, diese LAN-COM-Router das entsprechende DSL-Protokoll sprechen. Sie haben das entsprechende DSL-Protokoll gesprochen. Also sie haben tatsächlich Annex A und Annex J gekonnt. Aber der Marok Telekom hat irgendeine spezielle Login-Legitimation gehabt, die konnten die Dinger nicht und das hatte ich nur einmal mit einem Cisco X1000-Router hinbekommen, der aber auch nur TCP und UDP kann, also wieder kein VPN-Tunnel über IPv6, nicht IPv6, sondern IPsec. Nachdem wir dann endlich mal DSL hatten, konnten wir auch das vermelden, weil wir dann endlich mit dem deutschen Standort halt direkt kommunizieren konnten. Ich glaube, jetzt muss ich langsam schnell machen. Okay, gegen Überstellungen proprietärer Software, das hatte ich getan, hatte ich einmal vorgeführt. Das heißt, statt VMware ESXi halt ein Proxmox, statt zertifizierter Hardware kann ich Standard-Hardware verwenden, statt ein extra Backup-Programm habe ich die Funktion in Proxmox schon drin. Alternativ kann ich, oder zusätzlich mit Borg kann ich halt auch nochmal schön wegsichern. Ich kann einen kompletten Microsoft-Server mit einem Ubuntu-Server ersetzen. Wenn ich Terminal-Arbeitsplätze brauche, gibt es das schöne Paket Xorg. Entsprechend konfiguriert kann ich das auch unbegrenzt im Mehrbenutzerbetrieb laufen lassen. Das heißt, beliebig viele Benutzer können sich am Server anmelden. Ich habe keine Limitierung dafür. Mit einem LDAP-Server kann ich entsprechend das abbilden, was ich sonst mit einem Domain-Controller verwalte, also was Benutzerkonten angeht. Ein NFS oder ein Samba-Server habe ich dieselben Möglichkeiten für einen File-Server, auch mit Windows-PCs und noch beliebig mehr. Auf den Client-PCs die Standards halt, Programme, die man so kennt, ein normales Office drauf, einen Browser drauf und damit ist man eigentlich schon meist bedient. Für ERP-Software, also in der Regel fährt man bei ERP-Software tatsächlich eher mit proprietärer Software besser, weil die halt tatsächlich schnell reagieren auf Änderungen, gerade Gesetzesänderungen, wie jetzt zum Beispiel DSGVO, Datengrundschutzverordnung. Datenschutzgrundverordnung, so heißt sie genau. Es gibt aber auch Alternativen. Entweder hat man das Glück, dass hinter der Community halt noch eine Firma steht, die Enterprise Support bietet und damit halt wirbt, dann die Software selber weiterzuentwickeln, so wie das bei Odoo oder OpenVZ der Fall ist. Für normale Buchhaltung gibt es auch GNU Cache. Funktioniert, solange sich in der Buchhaltung nichts ändert. Aber jetzt sind wir mittlerweile in Buchhaltung 4.0, wo alles zertifiziert und co sein muss, ist die Frage, ob die Software noch gesetzeskonform ist, wenn ich die jetzt noch einsetzen würde. Bei proprietärer Software habe ich zumindest den Vorteil, dass Firmen, die aktiv sind, die weit verbreitet sind, die etabliert sind, halt auf Gesetzesänderungen entsprechend schnell reagieren. Für Zeiterfassung kenne ich zum Beispiel bei einer Firma diese von ELV, diese Zeiterfassung mit RFID-Chips. Ich habe eine Zeiterfassung eingesetzt beim Kunden mit Kima, ist ein PHP-Programm, habe dafür ein Barcode-Modul geschrieben, dass ich halt nicht nur im Browser die Zeiten erfassen kann, sondern tatsächlich den Mitarbeitern statt einen RFID-Code einen Barcode verpassen kann. Bei dem auch gleichzeitig noch eine Zusatzfunktion eingebaut, und zwar einen beidseitig scannbaren Barcode, dass man sich nur auf einer Seite einscannen und nur auf der anderen Seite ausscannen kann. Bei dem ELV-Programm war das Problem, dass wenn ich den Barcode einmal drüber gezogen habe, war ich eingescannt, habe ich ihn direkt danach drüber gezogen, hat es denselben Piepton getan und ich war wieder ausgescannt. Und wenn dann die Mitarbeiter miteinander gequatscht haben und wussten nicht, ob sie sich jetzt eben ein- oder ausgescannt haben, mussten dann die Mitarbeiter, die Abrechnung gemacht haben, den anderen immer hinterherrennen und fragen von wegen, ja, wie sah denn das jetzt eigentlich aus? Also da kann man dann auch entsprechend modifizieren, was denn, weil halt alles quelloffen ist. Für VPN, Standard industrielle Lösungen von der Telekom sind halt LAN-COM, alternativ und krisenerprobt ist dann sowas wie OpenVPN, entsprechend erweiterbar mit Zusatztools.
Das ist jetzt so die aktuelle Installation, wie ich sie jetzt in Firmen fahre. Das ist jetzt die Firma Karl Mittige. Die hat jetzt auch wieder nur Linux-Arbeitsplätze. Auf den Linux-Arbeitsplätzen ist ein Remina installiert, ein RDP-Client, der sich dann auf den virtualisierten Windows 2016-Server einloggt. Leider müssen wir einen Windows 2016-Server benutzen, weil das EasyWinArt, das ERP-Programm, leider auch nur in Windows läuft. Es gibt keine Linux-Unterstützung. Es benutzt halt ein Microsoft SDK oder irgend so ein Schnittstellending, auch nicht gerade günstig. Statt einen für die Mail-Server, für den Groupware-Server, haben wir statt der Standardlösung halt einfach das installiert, was man aus dem Rechenzentrum auch schon kennt, was etabliert ist, aber das Ganze halt über ein Mail-Relay gehauen, damit der nicht über den DSL-Anschluss die E-Mails versendet, sondern wieder über das Rechenzentrum mit einer validierten IP-Adresse, damit die Dinger nicht ständig beim Kunden als Spam erkannt werden. Funktioniert sehr gut, durch Nextcloud und andere Zusatztools erweitert mit entsprechenden Schnittstellen, sodass ich alles komplett abbilden kann, wie ich das von der kommerziellen Software auch kenne. Wie Standard bei vielen Firmen wird halt eine Fritzbox eingesetzt. Da kann ich dann auch von außen über einen IP-Tunnel, über einen VPN-Tunnel reinkommen und habe dann auch Zugriff auf die Infrastruktur. Alternativ, das ist das Gleiche nochmal, das ist jetzt für meine Firma. Wir arbeiten zum Beispiel statt mit einem Windows-ERP-System arbeiten wir mit Odoo. Das ist ein Open-Source-ERP-System, auch mit Enterprise-Support, entsprechend halt auch schnelle Entwicklung und Gesetzesanpassung, auch weltweit verbreitet und auch sehr gut dokumentiert. Am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen, wie es bedient wird, weil es sich ein bisschen ablöst von der standardklassischen doppelten Buchführung. Also es wird halt anders bedient, als wie soll ein Haben buchen. Es ist halt viel über Automatisierung. Das ist jetzt so die Installation, wieder, bei die ich jetzt bei Firmen fahre, die mit Online-Shops arbeiten. Da haben wir dann auch wieder einen Proxmox zur Virtualisierung. Wir haben einen Windows-Server drauf, oder zumindest in dem Fall ein Windows 10. Mehr braucht man dafür nicht. Entweder das JTL Wavi mit Easy Auction drauf ja, wenn notwendig, müsste man dann halt noch Schnittstellen buchen, wenn man andere Marktplätze haben will oder halt Beiso, oder die bieten von Haus aus entsprechende Schnittstellen, ist aber kommerziell auch nicht unbedingt immer günstig. Und auch wieder, wie immer, dieser Standard-Groupware-Server, der im Endeffekt einem Webserver aus dem Rechenzentrum gleicht, einfach nur ein bisschen aufgebohrt. Hier einfach nur symbolisiert, wie sich dann dieser JTL-Wavi halt auch nochmal zum Rechenzentrum, zum Gambio-Webshop verbindet. Der Gambio ist halt auch eine Open-Source-Software, auch frei verfügbar. Allerdings gibt es noch kommerzielle Tools wie diesen Style Editor und sowas, die darf man dann halt nicht verwenden, wenn man jetzt noch nur die Community Edition verwenden will. Alternativ gibt es dann wohl auch noch Shopware und sowas, auch mittlerweile stark im Kommen. Also man kann tatsächlich komplette Infrastrukturen, auch komplexe Infrastrukturen, überwiegend mit freier Software abbilden. Einzige Ausnahmen sind dann, wenn es dann so um Finanzbuchhaltung oder sowas geht. Da bin ich tatsächlich auf proprietäre Software angewiesen. So, ich denke, ich habe euch genug gequält. Ich war sehr gut organisiert. Genau, also mein Anfangsplädoyer war ja gewesen, proprietär kann jeder, aber wie man jetzt so gesehen hat, Open Source aber auch. Wenn noch Fragen sind, viel Zeit dürfen wir nicht mehr haben, weil wir spät angefangen haben, aber ja. Ja, ich habe einen Fall tatsächlich auch gehabt. Achso. Da würde ich gern gleich nochmal mit Ihnen drüber sprechen, weil das klingt sehr toll. Nur noch eine ganz kurze Sache, und zwar das, was Sie gerade beschrieben haben. Den Fall hatte ich tatsächlich auch bei einem Handwerker, der hat mal mit einem alten KHK-Programm gearbeitet, was nur unter Windows 98 lief. In dem Fall auch VirtualBox eingesetzt zur Virtualisierung und den entsprechenden VESA-Treiber, damit man auch ein bisschen mehr als 16 Farben hat. Also auch tatsächlich kommt man dann über Open-Source-Tools, über freie Software tatsächlich wieder zu einer Lösung, wenn die Standardsachen halt nicht greifen. Ja. Ja, weil irgendwie hat man das Gefühl, dass die Community-Treiber entsprechend nochmal weitergereicht werden, durchgerudet werden, also durchgeleitet werden. So. Ja.
Okay, also wir haben keine Zeit mehr, wir sind fertig. Ich glaube, der nächste kommt gleich und ja. Aber ich hoffe, ihr wart zufrieden, habt ein bisschen was mitgenommen. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn meine Anfänge hier ein bisschen stockend waren.